der Leib Christi. Also mein Name ist Hermann Gottwald. Ich bin 1939 geboren, bin aus dem Sudetenland und durch die Nachkriegsjahre dann nach Holzmaden gekommen. Holzmaden gehörte in der Diaspora zur Pfarrgemeinde Weilheim. Laut Aufzeichnung der Unterlagen in Rottenburg bin ich seit 1969 als Kommunionhelfer beauftragt. 1969 hatten wir gebaut und sind dann von Holzmaden hier nach Wernau gezogen. Ich hatte also als Kommunionhelfer dann einen Chorrock und ein weißes Hemd und war mit dem Pfarrer eingezogen und hatte dann während des Gottesdienstes am Altar neben dem Pfarrer assistiert und war dann eben bei der Kommunion neben ihm im Mittelgang und habe Kommunion ausgeteilt. Es gab sehr viele Leute, die eben Kommunion vom Priester wollten und dann entsprechend auch in die Reihe gingen. Und für den Kommunionhelfer, das am Anfang zwar ja, ein Dienst ist, den er gern tat, aber wo er manchmal den Eindruck hatte, die Leute sind damit noch nicht so weit jetzt identifiziert, dass sie das ohne weiteres akzeptieren. Jetzt ist es so, dass nur noch wenige den Pfarrer unbedingt für den Kommunionempfang eben aufsuchen und die Kommunionhelfer eigentlich einen sonntäglichen Dienst haben, der angenommen wird. Wir bieten im Dienst den Kranken, die nicht mehr zum Gottesdienst kommen können, die Möglichkeit, zu Hause eine Kommunionfeier mit der Krankenkommunion eben zu bekommen. Ich fühle mich selber eigentlich demütig und auch eben ergriffen von dem, was ich tue, dass ich versuche, auch von der Kommunion her die richtige Stimmung zu treffen. Ich gehe gerne sonntags in die Kirche, ich singe auch gern und bin auch Lektor. Kommunionhelfer ist ein Dienst, der mir am Herzen liegt.